Hallo und willkommen zurück zu einem neuen Video. Ja, Clash Royale. Ich habe mir einfach mal gedacht, ich habe jetzt ewig keine Clash Royale Videos mehr gemacht. Bestimmt schon eine, vielleicht aber auch schon 2 Wochen nicht mehr. Und ja, deswegen werde ich heute mal wieder ein Video zu Clash Royale machen. Wir werden heute einfach mal gegen Bots spielen. Ihr wisst ja, wenn ihr hier auf Training klickt oder auf Training Camp im Englischen, dann kämpft ihr meistens gegen Bots. Und ich habe einfach mal gedacht, wir werden heute mal gegen die Bots einmal das günstigste Deck in Clash Royale und einmal das teuerste Deck in Clash Royale nehmen. Das heißt, ob wir den jeweiligen Trainer besiegen werden, das ist natürlich die große Frage. Und ja, ich würde sagen, wir gehen direkt rein in die erste Runde. So, unser erster Gegner ist, also der erste Trainer ist jetzt schon mal da. Ich weiß jetzt echt nicht, ob wir immer denselben Trainer als Gegner haben. Aber auf jeden Fall habe ich jetzt hier gerade richtig fett Probleme. Das ist natürlich jetzt nicht so geil. Okay, wir haben bisher noch keinen Schaden gefressen, Freunde. Das ist mega gut. Okay. Also ich weiß auch, also falls dieser Trainer, also dieser Bot jetzt ein Dings Mega hätte, dann wüsste ich nicht, was wir tun sollten, weil auch das hier. Was soll ich hier machen, bitte? Okay, ja, ich habe dagegen eigentlich viele Antworten gegen sowas, aber wenn dann einmal eine Valkyrie dabei ist, dann sieht es schon ein bisschen alarmmäßig aus. Ja, okay. Okay, also der Bot spielt Tornado und das ist Miska. Okay, ich denke mal, ich werde es mal gleich versuchen mit. Sorry, ich habe da gerade. Ich denke mal, ich werde es jetzt einfach mal versuchen mit. Okay, das ist jetzt ein bisschen ärgerlich. Das ist ein bisschen wie. Ja, ich weiß es eben nicht. Ich will irgendwie die. Ich hoffe, ihr merkt schon, ich will eigentlich Doppelmauerbrecher spielen, aber der Bot lässt mich nicht wirklich die Möglichkeit, das zu tun. Also der spielt es echt ganz gut. Okay. Wir sollten gleich genug Elixier haben. Ich werde davor noch so einen Heilgeist klatschen. Das heißt, eigentlich sollten wir es hinkriegen. Oh ne, jetzt habe ich verkackt. Also ja. Ist natürlich jetzt ein bisschen sehr belastend und ja, ich musste mal kurz in der Runde kurz unterbrechen, weil da war so eine ganz kurze Moment, wo ich abgelenkt wurde und deswegen musste ich ganz kurz, ja. Okay, im Hintergrund hört man vielleicht jetzt gerade ein bisschen nervig Gebrüll, nicht Gebrüll, aber vielleicht hört ihr es, vielleicht auch nicht. Hoffe mal, dass man es nicht hört. Für mich nervt es ein bisschen. Aber ja. Komm, einer kommt doch ran. Nein. Das Problem ist auch beim billigsten Deck, er spielt Königsgeist, Scharfrichter, Barbarenfass, Tornado. Also auf Dauer kann ich ihn eigentlich gar nicht aufhalten, ist so mein Problem. Okay, jetzt kam dieses Ding, jetzt kam der Rambock sogar ran. Okay, Freunde. Die erste Runde ist durch. Ich konnte den Trainer in dem Fall nicht besiegen. Der Bot hat mich also quasi gefetzt. Aber auf jeden Fall bin ich jetzt mal gespannt, wie sich so das teuerste Deck schlägt. Ja, eine Sache ist schon mal geklärt. Wir haben also immer also der Trainer ist immer gleich, also Ostri. Wir haben wieder Trainer Ostri als Gegner. Und als kleiner Hinweis, ich werde in dem Fall in den, sagt man, in den. Ja, ich werde in jeder Runde vielleicht ein, zwei Pausen machen, einfach aus dem Grund. Ja, das soll ich sagen. Damit es ein bisschen einfacher ist zu schneiden, quasi, damit es auch nicht zu lange dauert, das vielleicht dann auch mal. Ja, sorry, dass ich musste einfach schon wieder. Ich werde aber nochmal gegen Ostri spielen mit dem gleichen Deck, einfach aus dem Grund. Ihr habt nämlich jetzt gerade das ganze Gameplay eigentlich verpasst. Weil am Hintergrund war da jetzt so, war da gerade, ich sage jetzt, da war, ich hatte, wurde gerade relativ beim Schneid, also beim Aufnehmen ein bisschen gestört. Deswegen ist jetzt das halbe Gameplay weg von diesem Match und deswegen gehe ich einfach nochmal rein. Wir versuchen das einfach nochmal.
So, wir sind jetzt auch im zweiten Durchgang und jetzt hoffe ich mal, dass alles glatt geht. Und ja, auf jeden Fall, Golem genau in der Brücke ist nicht, das sollte man eher nicht machen, aber ich glaube, weil es ein Bot ist, werden wir nicht direkt bestraft. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass der Bot immer das Gleiche spielt gegen mich. Okay, das war ganz, der Mega, der war ganz stark, der war ganz solide. Okay, wir haben seinen Turm. Und er hat unseren Turm halb bekommen. Nahezu zwei Drittel. Okay. Kann man machen, muss man nicht so machen. Okay, wir haben seinen Turm auf jeden Fall. Aber daran merkt man auch, Freunde, das ist ein Bot. Also, gegen das billigste Deck habe ich gegen diesen Oskar eigentlich nur verloren. Ja, weil er quasi Henker. Er hat also Henker, Königsgeist, Tornado und Barbarenfass. Und ab dann ist so ein Deck, wo das. Ja, wo. Ja, und dann so ein Deck quasi, wo dann alle Karten so viel Leben haben wie ein normaler Kobold. Da kann ich euch sagen, ist ein Tornado schon ein bisschen stark. Also ja. So Skelette oder auch Geister werden von so einem Tornado. Die Geister überleben einen Tornado, aber Skelette sterben da und die meisten Kobolde eigentlich auch. Aber auf jeden Fall, mit dem teuersten Deck kann man diesen Bot auf jeden Fall aufhalten. Ihr habt schon gemerkt im allerersten Durchgang, ich habe ja am Ende noch das Ergebnis gezeigt. Da habe ich ihn drei Kronen geholt, aber da hatte ich auch am Anfang auch Elektro-Riese und deswegen sah es auch nach einer Minute schon so aus, als wären es drei Kronen. Aber ja, ich würde mal sagen, ich bin mal ganz dreist, die drei Muskeltiere genau an die Brücke. Jetzt sollten wir ihn eigentlich zwei Kronen haben, auf jeden Fall. Also dieser Tornado. Den fand ich relativ unnötig. Ja, ich weiß immer noch nicht genau, wie er mich besiegen will. Also, ist natürlich ein Bot, aber ich frage mich immer, man fragt sich manchmal wirklich bei den Bots, was ist ihre Mission? Also, was wollen sie überhaupt erreichen damit? Ja, KI können ja nicht immer gut spielen, aber naja. Ich will jetzt drei, ich gehe jetzt mal auf die drei Kronen. Bitte. Lauft schneller. Okay. Das sollten drei sein. Das sollten drei sein. Megaritter und Elektro-Riese am Turm. Und ich würde sagen, ich versuche ihn jetzt noch irgendwie aufzuhalten. Ich will einfach nicht, dass er eine Krone kriegt. Okay. Also, wir haben im zweiten Durchgang sogar 3-0 gewonnen. Im ersten war es nur 3-1. Okay. Das heißt, wir haben jetzt schon mal einen guten Eindruck, wie stark so ein Bot ist. Als so kleine Anmerkung am Rande, das war natürlich heute nur ein Bot und ich weiß jetzt auch nicht, ob wir immer den gleichen Bot haben, ob der immer das gleiche zockt gegen mich. In dem Fall so. Also was der Bot gezockt hat, das fand ich gar nicht so schlecht, die Kombination, aber die war eben ein bisschen zu schwach gegen nur Tanks, quasi, gegen nur teure Karten. Und ja, ich würde auf jeden Fall mal sagen, falls euch das Video heute gefallen hat, lasst gerne ein Like da, abonniert den Kanal. Teilt das Video mit euren Freunden und wenn ihr noch mehr von so etwas sehen wollt, zum Beispiel nur Kobolde gegen ein nur Kobolde im Deck und dann gegen irgendeinen Trainer zocken oder nur Skelett im Deck und dann den Trainer herausfordern. Ja, wenn ihr sowas sehen wollt, schreibt es einfach in die Kommentare und wir sehen uns dann entweder im nächsten Video oder im nächsten Livestream. Also dann, haut rein.